haben Montag, den schlafe ich tot, das ist 11.10. Juni, die 10. muss es sein. Ich habe meinen Dreieckser dranhängen. Ich fahre jetzt, mehr weiß ich auch noch nicht, ich fahre erst hoch nach Sembach, lade dort die 726, die Planierraube, und die fahre ich runter nach Ingelheim. Unternehmen. Mehr weiß ich noch nicht heute. Das mache ich erstmal, vorausgesetzt mein Fahrzeug hält so lange. Weil ist ja Steuergerät, der Turboretarderkupplung ist ja quasi defekt. Mensch, muss noch schnell das Tor zumachen. Diese erst 6.40 Uhr war schon ein sehr anstrengender Tag heute. Es ging damit los, dass ich meinen Geldbeutel vergessen habe, dass ich nochmal nach Hause, schnell nach Hause. Gott sei Dank wohne ich ja hier im Ort. Aber war jetzt nicht so das Problem, aber ja, geht ja trotzdem auf den Sack. Da hatte ich auch nur das Fahrrad dabei. Ja, ich fahre mit dem Fahrrad morgens, alles gut. Ich habe mir schnell ein Auto geliehen aus der Werkstatt. Bin dann nach Hause, habe Geldbeutel geholt. Jetzt muss ich dann noch ein paar Tropfen tanken gehen, weil ich bin noch über Viertel voll. Also ich hole die Raupe hier bei uns auf dem Lagerplatz, sondern ich hole die Raupe auf dem Heuberg drüber, bei der Amis. Die hole ich. Ja, ich habe halt gesagt bekommen, fahr nach Sembach, hol die Raupe. Ja, wollte ich machen. In Sembach bin ich ja.
jede Spur fahren, ja. In meiner Halle bin. Ich sattel um, hänge die Vierachse drauf, dann werde ich hochfahren nach Koblenz, unseren neuen KMC holen. Problem, wobei ein Problem ist es eigentlich nicht, aber gibt eine beknackte Fahrerei. Weil ich mit dem Bagger dann über Trier fahren muss. Ist nicht viel weiter, es wird eine halbe Stunde länger dauern, denke ich. Aber es ist halt doch eine halbe Stunde länger, ne? Stopp, dann hör auf, Meister. Klung, klung. So. Mautgerät. Achszahl 8. Achsen. Ich mach schnell mal Gerümpel dran draußen und dann rolle mal los. Ja. Hier sitzt der Stürzerkönig. Der Stürzkönig war eben kurz draußen. Musste ja eine halbe Stunde Pause machen, bin dann nochmal auf meinen LKW gelaufen. Guck so nach rechts, ja, war also Fahrerseite. Und lauf halt weiter und leg mich voll auf die Fresse, Alter. Hier mit dem Gesicht richtig kurz, aber das ist nicht wild. Der Ellenbogen hin, das ist auch nicht wild, aber das Knie hat alles abgebremst. Alles gut, ich lebe noch. Zähne sind noch alle drin, hoffe ich doch. Sind auch keine lose. Also ja. Nur die Harte kommen in die Garte. Aber das Knie wird halt jetzt schon dick und blau außenrum. Also ja, schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja eine Woche früher Urlaub. Wer weiß. Ja, 13.17 Uhr. Ich habe noch etwa 40 Kilometer bis Koblenz hoch. Gucken wir mal. Meld mich, wenn ich da bin. Also,
immer auf die Schnelle, sehe ich nichts stehen. Also unsere Farbe hin. Einfach reinfahren, ja. Wenn da aufgeht, wird es wohl so sein. Steht ein. Dann steht er. Bleib hier einfach mal stehen. Wird schon falsch sein, ne? Warte mich doch vorher. Schon falsch sein. So, geh mal rein. Aufladen habe ich jetzt hier nicht, gefilmt. Aber später im Hof bei uns das Abladen, das richtig, sorry, aber ich finde, er sieht richtig geil aus. Das sind Welten gegenüber dem alten Modell. Ich sehe leider nichts. Gucken, ob ich hier nicht aufsitze. So. Also ich packe noch jede Menge Fahrzeug übrig. Das heißt jede Menge. Wenn ich 10er mache, habe ich noch zwei Stunden. Kilometer. Jetzt stehe ich hier drin. 10,1. Ne? Ich meine, ich kann das zwar dann hier noch. Das genau auf 10 oder 9, so viel runter machen. Das wäre kein Thema. Ja, ist ein paar Gramm schwerer. Lauf mal Hause rum, Moment. Licht mal gleich aus. Fenster lassen wir ein Stück auf. Halt. So. Machen wir mal rum um den Klotz. Optisch finde ich den richtig geil. Kann ja nicht sagen warum. Was ist denn da rausgelaufen? Diesel oder was?
Könnte Diesel sein. Bestimmt vollgetankt bis hin, aber. Bestimmt vollgetankt bis hin, aber. Hatte ich jetzt geachtet. Ob der Tank voll war oder nicht. Ja, Diesel. Diesel. Hoffentlich nur das bisschen hier, aber das muss hier irgendwo rauslaufen. Egal. Der Arsch ist geil, oder? Abladen tun wir morgen früh. Heute mache ich nichts mehr. Da reicht's. Bis denn. Also wir schaffen die Planierraube hier raus. Die nehme ich mit rüber. Und dann stelle meine Baguette rein. Kriegt zwei neue Reifen. Ich habe auch nur auf der Lenkachse. Hab einen Badstein erwischt. Heute Morgen ist wieder ein bisschen chaotisch bei mir. Es ist jetzt 9.35 Uhr. Ich habe in Sembach oben die PR726, die Planierraube, geladen. Und die geht jetzt wieder runter nach Meisenheim. Ich vermute dahin, wo
wir den Hallenabriss gemacht haben. Vermute ich. Bin mir nicht sicher.
Tour geht diese Ortsdurchfahrt noch, die ist nicht ganz so eng wie die anderen beiden eben. Das ist nur diese Rechtskurve. Aber wir fahren zu einer guten Uhrzeit, das ist Punkt 10 Uhr, da ist eigentlich wenig los. Oder weniger los.
jeden Fall den Radlader jetzt geladen. Ich bin das Werk draußen. Radlader geht jetzt hoch nach Sembach. Auf unseren Lagerplatz. Da fahren wir den jetzt hin. Flori, ich komme. Ich habe zwar hier ein bisschen was gefilmt, aber so richtig zum Filmen. Ich auch nicht wirklich. Keine Ahnung. Dieses Wetter ist fehlende Lust. Wahrscheinlich von allem etwas. Es ist 14.01 Uhr, ich bin gegen 15 Uhr, 15.30 Uhr bin ich leer. Mal gucken, vielleicht fahre ich da noch her, hol die Raupe. Vielleicht darf ich aber auch Feierabend machen.